Im heutigen Tutorial möchten wir zeigen, wie man mit dem Vulcan FC500 Flachbettschneideplotter, mit Adobe Illustrator und der SignCut Software eine Spielkartenschachtel im individuellen Design erstellen kann, mit eigenem Logo oder komplett eigenen Bildern und Designs drauf. Hierzu brauchen wir im ersten Schritt Adobe Illustrator und zusätzlich idealerweise ein fertiges Design für die Schachtel selbst. Diese Designs findet man beispielsweise auf der Website templatemaker.ml, wo man diese kostenlos runterladen und auch nutzen kann mit einer relativ freien Lizenz. Alternativ kann man auch auf diversen Websites, zum Beispiel unter diecuttemplates.com, fertige Schachteldesigns herunterladen. Das sind dann sogenannte Die-Lines, die es für viele, viele verschiedene Arten von Schachteln gibt. Man kann die hier auch jeweils anpassen. Es gibt auch ein paar kostenlose Varianten und ja, kann die im Regelfall für wenige Euro runterladen, also 6,50 Euro für einen Download. Gibt auch monatliche Abos, mit denen man kompletten Zugriff bekommt. Und es gibt auch viele andere Seiten, wo man teilweise für 2 bis 3 Euro Schachteldesigns bekommt. Wir möchten hier auf die kostenlose Template Maker Website gehen, wo wir auch bereits eine große Auswahl an verschiedenen Schachteln haben. Die Spielkartenbox, die wir uns heute anschauen möchten, finden wir hier auf der linken Seite. Ich kann jetzt noch weitere Optionen einstellen. Hier entsprechende Anpassungen, wie groß das Ganze sein soll. Ich lasse das jetzt alles mal auf den Standardwerten und im Anschluss kann ich hier mein PDF einfach herunterladen. Hier habe ich noch die Möglichkeit, eine Spende zu machen an den Ersteller der Seite. Ja, nun ist die Grafik runtergeladen. Die kann ich jetzt hier öffnen, indem ich auf Downloads gehe. Hier ist meine Cardbox. Das ist die Grafik. Ich kopiere mir die mal komplett und hole sie mir in meinen A3-Bogen rein, den ich vorher erstellt habe. Das Ganze ist hier gruppiert. Hier ist eben noch die Info, dass es die Cardbox ist und wo sie herkommt. Genau, hier kann ich jetzt die verschiedenen Pfade sehen. Den Text, den schwarzen Bereich, den können wir löschen, weil wir den ja im Plot-Bereich dann nicht mehr haben wollen. Da wählen wir einfach hier direkt die Pfade aus und löschen sie. Jetzt haben wir nur noch unsere Box. Und jetzt können wir hier entsprechende Anpassungen vornehmen. Ich möchte beispielsweise ein Vulcan-Logo hier reinziehen von dem Vulcan-Flachbettplotter. Auch hier hole ich das einfach in Illustrator, kopiere es mir und kann es dann in meiner Grafik entsprechend einfügen. Und ja, hier unsere Schachtel erstellen, individualisiert. Hier kann jeder natürlich beliebige Logos oder Grafiken einfach selber anpassen. Auf die Seite können wir das Ganze auch noch setzen, um eben einfach mal eine mögliche Beispielschachtel zu haben, wie sowas aussieht. Hier nochmal um 90 Grad drehen. So. Da haben wir das Design für unsere Vulcan-Schachtel. Das Ganze müssen wir jetzt natürlich drucken und anschließend ausschneiden. Und dazu brauchen wir die Registriermarken, damit wir eben auf der richtigen Position schneiden im Verhältnis zum Druck, dass eben hier die Schneidelinien jeweils korrekt sind. Dazu müssen wir jetzt im ersten Schnitt hier eine Schneidekontur erstellen. Das geht im SignCut, in der mitgelieferten SignCut-Software, die beim Schneideplotter dabei ist. Da haben wir hier das Plugin für Illustrator. Ich markiere hier jetzt einfach im Dokument mal ein Viereck und sage, ich möchte eine Kontur erstellen für dieses Viereck. Das ist jetzt passiert. Also das ist auch für mehr passiert. Machen wir zurück. Wir wollten gar nicht alles auswählen, sondern nur dieses Viereck. Create. Und bauen eine neue Ebene. Wir sind jetzt hier in der in einer eigenen Ebene, in die wollten wir gar nicht rein. Wir erstellen hier eine neue Ebene. Zack. Erstellen ein Viereck und sagen jetzt
erstellen. Was jetzt passiert ist, wir haben im Bereich Ebenen jetzt eine neue Ebene generiert, nämlich die SC Pro 2-Contours. Das ist die Ebene für Sine Cut, in dem am Ende die zu schneidenden Daten liegen müssen. Diese Ebene 2, die wir erstellt haben, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Um die Ebene zu erstellen, musste ich eben dieses Rechteck erstellen, damit er dementsprechend die Schneidekonturen erstellt. Nun können wir zurück in die Ebene 1 gehen und im Prinzip alles bis auf die Grafik rüberziehen. Also sämtliche Pfade, die geschnitten werden sollen, werden jetzt hier in die SC Pro 2 Contours-Ebene geschoben, auch dieses Rechteck hier. Und wenn ich jetzt hier Ebene 1 ausmache, dann sehe ich die reinen Schnittlinien und die reinen Grafiken. Also das ist der Bereich, der am Ende geschnitten bzw. gefalzt werden soll. Das Blaue sind die Falzlinien und das Rote sind die Schneidelinien. Ich habe im Schneideplotter ja zwei Werkzeuge, mit denen ich arbeiten kann und kann so eben sowohl Schneide- wie auch Falzlinien verwenden. Im nächsten Schritt müssen wir hier die Registriermarken erstellen. Hierzu wähle ich eben die Karte Registriermarken, Sine Cut Registration Marks. Und beim Typ muss ich nun meinen entsprechenden Schneideplotter wählen. Wir haben hier einen Vulcan FC 500 VC. Die Dimensionen sind schon standardmäßig angegeben mit 5 mm Durchmesser, Abstand von Rand X und Y jeweils 10 mm und eben das nicht um das reine Objekt die Marken drum setzen soll, sondern idealerweise als Page Frame. Das heißt, dass es komplett auf die A3-Seite gesetzt wird. Optional können wir noch einen QR-Code setzen. Mit dem können wir in einem späteren automatisierten Workflow dann automatisch die richtige Datei identifizieren lassen und automatisch schneiden lassen. Drücke auf Erstellen. Jetzt haben wir hier unsere 4 Marken gesetzt. Und ja, der nächste Schritt ist eigentlich schon das Drucken des Ganzen. Da möchte ich wiederum die Schneidekonturen natürlich nicht gedruckt haben. Ich möchte auch die Print Margin eigentlich nicht gedruckt haben. Das sind diese roten Linien, die mir zeigen, in welchem Bereich ich arbeiten kann. Also ich sollte nicht darüber hinaus meine Grafiken setzen. Und hier jetzt eben die Ebene, die gedruckt werden soll. Also so sieht jetzt meine zu druckende Datei, mein zu druckendes Layout aus. Nun gehen wir einfach auf Datei drucken, um das Ganze auszugeben. Wählen hier unseren Drucker aus. Wir haben hier einen HP OfficeJet 7110. Da müssen wir jetzt noch bei Seite einrichten auf DIN A3 wechseln. Ganz wichtig ist dabei beim Drucken, dass die Größe auf 100% steht. Also auf keinen Fall darf man hier irgendwas skalieren oder auf Seitengröße anpassen. Sondern wirklich immer auf die richtige Originalgröße das Ganze setzen. Ansonsten hat der Plotter keine Chance, mit der Kamera die Marken richtig zu erkennen, wenn die skaliert sind. Also auch hier ganz klar keine Skalierung. Es muss Originalgröße sein und hier sieht man dann, dass die Marken einfach genau im Eck sind. Ja, im nächsten Schritt können wir das Ganze ausdrucken. Die Datei wird jetzt gedruckt und dann geht es ans Schneiden. Dazu senden wir diese Daten jetzt in SineCut. Hierzu muss ich die SineCut Pro 2 Konturebene wieder aktivieren. Die Druckebene können wir deaktivieren, die brauchen wir nicht mehr. Wir übergeben das Ganze an SineCut. SineCut startet separat hier. Und hier sehen wir jetzt in SineCut die entsprechende Grafik mit den 4 Schneidemarken. Das können wir jetzt direkt ausgeben. Hier haben wir zwei Funktionalitäten. Einmal die Schneidefunktionalität, mit der eben nur ausgeschnitten wird, und hier die Konturschnittfunktionalität, mit der die erst die Marken gelesen werden und dann genau im richtigen Abstand zu den Marken gelesen wird. Gehen wir hier auf die Konturschnittfunktion, um eben die Marken zu nutzen. Das dauert kurz im SineCut, um das zu laden. Öffnet sich gleich das Ausgabefenster. Ja, hier können wir unsere Einstellungen vornehmen. Den QR-Code möchten wir jetzt hier nicht scannen. Im nächsten Bereich Advanced Settings kann ich die Einstellungen für die verschiedenen Farben vornehmen. Hier habe ich einmal das Rill-Werkzeug, das Creasing-Tool.
Das ist im Normalfall Tool 2. Ich könnte jetzt hier auch noch den Anpressdruck und die Geschwindigkeit manuell setzen. Das habe ich in dem Fall deaktiviert, damit es am Schneideplotter gesetzt werden kann. Unter Passes kann ich einstellen, wie häufig er mit dem Werkzeug durch die Rillung durchgehen soll. Hier empfehlen wir 5 Durchgänge, um eben eine möglichst gute Rillung zu bekommen. Ich klicke hier wieder auf OK. Dann haben wir die rote Linie, das ist die Schneidelinie, die sollte immer unter der Falzlinie sein, damit wir hier eben etwas stabiler arbeiten. Hier wähle ich jetzt mein Werkzeug, das Standardmesser. Wichtig ist hier, dass der Messer-Offset richtig eingestellt ist. Ein Wert von 0,5 mm bringt in der Regel mit den normalen Vulcan-Messern gute Ergebnisse. Ein Overcut von 0,75 mm hilft am Ende beim Entgittern. Wenn ich jetzt auf OK klicke, ist soweit alles fertiggesetzt. Hier oben sind alles optionale Einstellungen, die man entsprechend durchgehen kann. Wenn wir jetzt fertig sind, gehen wir auf Cutout und der Schneideplotter fängt im Anschluss an auszuschneiden. Ein Problem, das wir bei solchen Schachteln manchmal sehen, wenn wir auf dem Druck mit dem Rillwerkzeug die Falzlinie erstellen, ist, dass dann der Druck manchmal beschädigt wird oder bricht. Um das zu umgehen, können wir eben von der Rückseite schneiden. Dazu gibt es schon ein anderes Tutorial-Video. Ich zeige es hier dennoch kurz. Hierzu wähle ich im ersten Schritt nur die Farbe Schwarz, sodass nur die Registriermarken ausgewählt sind. Dann gehen wir wieder auf Konturschnitt und geben im nächsten Schritt an, dass die Registriermarken geschnitten werden sollen. Das ist hier eine eigene Checkbox, die ausgewählt werden muss, nämlich eben hier Cut Registration Marks. Wenn ich jetzt auf Ausschneiden gehe, schneidet mir der Schneideplotter ausschließlich die Marken, nicht den Rest. Und auf diese Weise kann ich danach das Blatt umdrehen und von der Rückseite richtig schneiden. Hier muss ich jetzt noch für mein Werkzeug richtig setzen, also statt Creasing Tool das Messer, damit auch geschnitten wird. Dann auf Ausschneiden. Und dann wähle ich hier mit einem Knopf drüber, Select All Colors. Jetzt sind wieder alle Farben ausgewählt. Und jetzt, ganz wichtig, muss das Ganze gespiegelt werden. Dafür haben wir dieses Werkzeug, Mirror Image. Jetzt ist das Ganze gespiegelt. Und wir können jetzt mit Contour Cut unseren Schnitt nochmal durchführen auf dem gespiegelten und müssen dabei eben das Blatt umdrehen mit den geschnittenen Marken. Und dann werden die Löcher einfach als neue Registriermarken verwendet.